Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei der 65. Folge müsste es sein von Agrarian Skies 2. Wir nähern uns weiter im Ende. Ich möchte euch gerne jetzt mal. Dieser Squid. Nochmal ein, zwei Dinge sagen und machen. Und zwar, das letzte Mal habe ich ja gerätselt, wie ich Cherry kriege. Tja, das ist ganz einfach. Und zwar haben wir ja den Market. Und alles, was ich mal brauche, ist ein Diamant. Und hier können wir. Jetzt mal ein bisschen durchseppen. Ein klein wenig mehr. Irgendwo hier kommt gleich da. Der Cherry Sapling. Und dann packen wir einfach den Diamant rein, klicken auf Buy und kriegen einen Cherry Sapling. So, und damit haben wir jetzt ein Kirschbäumchen, was wir jetzt hier wunderschön anpflanzen können. Und mit etwas Bone Meal dürfte es ja eigentlich auch gar kein Problem sein, das jetzt hier wachsen zu lassen. Ja, und wir können halt auch das hier mit Bone Meal wachsen lassen und uns damit relativ schnell sogar ein paar Kirschen zaubern. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich. Wir haben jetzt. Wie viel Cherry brauche ich? Ich glaube 100, ne? Ja, ich habe noch ein paar Kästen fertig. Können wir gleich mal gucken. Mensch, For the Hoarding. Brauchen 100. Und für so ein Cherry Cake brauche ich eine Cherry Pro. Das heißt, wir brauchen noch. Wie viel bauen wir? Wieso? Mach's einfach mal so. Dann können wir gucken. So, das sind jetzt 64, 65, 66. Also irgendwie. Keine Ahnung. Ich mache einfach mal das ganze Ding jetzt hier. Sehr egal. Weiß nicht, ob das schon reicht. Ja, reicht. Dicke. Okay. Oder? Noch nach. Cherry, ja, wir haben 110. Gut, dann kann der Cherrybaum jetzt erstmal hier stehen bleiben, das ist mir egal. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann will ich euch noch was zeigen. Und zwar war ich gerade dabei, beim Vorbereiten eine Lure zu craften. Also eine Sirene's Lure. Und da werdet ihr sehen, ihr braucht Obsidian Totem, wo kein Rezept dabei ist. Das könnt ihr aber ganz einfach machen. Und zwar schwingt ihr euch zu einer Saumium Barrel, die mit Witchwater voll ist, packt einen Obsidian rein. Und tada, Obsidian Totem. Also, nur für euch, dass ihr das mal wisst und gesehen habt, ne? Ich mache hier nur ein bisschen mehr Witchwater. Und dann können wir mal die Quests einlösen, die ich vorbereitet habe. Und zwar ist das, glaube ich, alles bei Soundcraft. Ich habe mich hingesetzt und habe diesen Living Wood Rot gemacht. Was ja jetzt diese ganzen Runen erfordert. Und wenn ihr es einmal craftet, nur so als Info, wenn ihr es einmal craftet, craftet von jeder Rune 3. Dass ihr alle diese Runen und den Diamond 3-mal habt. Denn das braucht ihr. Einmal für den Living Wood Rod, die müsst ihr einmal haben. Und dann braucht ihr noch einen Dreamy Stuff. Der braucht 2 Dream Wood Rod. Das ist dann diese hier. Die brauchen nochmal genau das gleiche. Und davon braucht ihr halt dann 2. Und von daher, ne? So. Lösen wir ein. Da kriegen wir Roadback. Das habe ich schon gesagt. Kriegen wir 2 Charged Silver Cap. Können wir gleich mal scannen. Wenn wir einmal dabei sind. So. Gibt noch ein paar schöne Aspekte. Komm. Sammeln ein. Danke. So, was haben wir noch? Inert Mana Steel Cap. Wir kriegen noch ein Mana Steel Cap und ein Roadback. Relativ schön. Wunderbar. So. Dann brauchen wir noch Inert Elementium Cap, die braucht ihr übrigens nicht. Ihr braucht nur diese normale Cap, die ich gerade nicht finde. Da. Ihr braucht nur die. Ja, zeige ich schon falsch. Ihr braucht die Inner Elementium Cap. Ihr müsst die nicht zu einer richtigen Cap machen. Das heißt, ihr braucht keinen Gaia Spirit. Nur so als Info. Die Inner reicht. Nicht, dass jetzt einer denkt, er muss einen Gaia kriegen. So, dann habe ich noch das Chameleon-Ding gemacht. Was einen sehr tollen Quest Reward hat, und zwar ein Enchanted Paper. Von dem wir irgendwie schon 20 für andere Quests brauchten. So, das war es schon an Quests soweit. War jetzt nicht so toll, was wir da alles rausgekriegt haben. Nun gut. Wir haben auf jeden Fall 2 Legendary Bags und einen Greater. Dem Greater geht Rednet Cable. Hier haben wir einen Node in a Jar mit 120 Perditio. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen. Und hier haben wir nochmal eine volle Imprüstung. Ist ja nicht so, als hätten wir die schon. Jetzt habe ich meinen Fermented Spider weggepackt. Fermented Spider. So.
Weil das brauche ich dann noch für die Sirenen-Lure. Ich lasse es aber mal hier, weil wir machen jetzt erstmal was anderes. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme machen. Das mache ich dann wieder offscreen, weil es dauert alles so ewig mit dem Einsammeln. Und ich möchte hier nicht noch 20 Folgen hängen. So, und jetzt gleich mal an euch noch eine Frage. Und zwar, ob ich das machen soll. Ich habe nämlich folgendes Problem. Für, wo ist das? Soundcraft. Wir brauchen hier 4 Eldritch Eye und ein Bottle in a Box. So. Wir könnten die Eldritch Eye herstellen. Allerdings brauchen wir da ein Buch. Und zwar das Crimson Rites Buch. Das müssen wir kriegen. Und woher kriegen wir das? Durch einen Crimson Cultist oder Knight oder irgend sowas. Und wo spawnen die? Um ein Portal. Wie bekomme ich das Portal? Durch eine Portal in a Box. Wie mache ich eine Portal in a Box aus 4 Eldritch Eye? Ich finde das sehr schön, dieses System, dass man Eldritch Eye braucht. Die Eldritch Eye kann man auch anders bekommen, und zwar aus so einem Eldritch Guardian. Ich habe aber bisher die gesamte Zeit nur einen getroffen gehabt und der hat halt nichts gedroppt. Und deswegen wollte ich euch fragen, ob ich dieses Buch mir ercheaten soll. Wenn ich mir das Buch ercheate, lese und dann wegschmeiße, weil was anderes brauche ich ja nicht, können wir die Eldritch Eye erlernen. Weil ansonsten, ich sehe keinen Sinn da drin jetzt Ewigkeiten, weil es kann ansonsten Ewigkeiten dauern, dass ich hier im Endeffekt AFK rumstehen muss und warten, dass irgend so ein Vieh spawnt, und wenn es das nicht tut, dann habe ich ein Problem. Weil dann sitzen wir in 50 Folgen immer noch da und ich habe immer noch nicht die Eis zusammen. Und nur mal so, weil ich das letzte Mal schon gefragt wurde, ich habe schon 5,29 Tage gespielt. Langsam reicht's. Nun gut, ja, also da würde ich gerne mal wissen, was ihr dazu meint. Soll ich da warten oder soll ich mir einfach das Buch holen und dann die Eldritch Eye selber machen und mir dann das Portal inboxen und alles? Ja, damit wir halt in diese Dimension kommen, weil damit wir weiterkommen, Soul Beacon braucht das, Animation braucht die Primordial Pearl, es braucht vieles. Ich glaube, das Ding auch, ich weiß es aber nicht genau. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt die Primordial Pearl langsam und ja. Nun gut. So, hier, was war hier? Genau, der Sattel. Das ist auch so eine Frage, wie ich da war. Ich werde wahrscheinlich nochmal die Lunium eine Weile laufen lassen. Damit ich da vielleicht mal einen Sattel rauskriege. Nun gut. So. Genug zu Schwafeleien. Ich habe Netherstar. Und ihr wisst, was es heißt. Wir machen uns einen Beacon. Ja, genau, einen Beacon. Flup. Und außerdem machen wir uns 4 Beacon. So. Da haben wir schon die Beacon. Dann brauchen wir nochmal ein paar Rune. Flup. Und ich meine, man muss es nicht machen, aber ich möchte es gerne. Machen wir uns mal nochmal so 200 Bronze. Denn, nein. Waren die Blöcke schön oder nicht? Ja, die waren einigermaßen schön, genau. So. Denn ich möchte mal mit den Bronzeblöcken, die Beacon müssen nicht aktiv sein. Nur so als Info. Ihr braucht da keine Metalle drunter bauen. Ich möchte es aber trotzdem machen. So. Bin ich gerade am Überlegen. Jetzt habe ich nämlich die Wiki nicht offen. Weil ich schlau bin. Und ich vergesse ja immer wie Tier 5. So. Und dann gucke ich mal ganz schnell hier so ganz unverfroren. Wie immer. Hier mal an die Seite. Und wir brauchen... Ja, ich hätte es nämlich falsch gemacht. Wir brauchen 2er Abstand. So, also praktisch hier ist noch nichts. Und dann der Beacon. Kann ich das Bild groß... Ah, ich kann das Bild groß machen. Sehr gut. Sind wir überhaupt 2? Das ist eine Scheißansicht. Egal. So, warte. Es müssten 2 sein vom Abstand her. Ich kann ja mal diesen da machen. Wir machen mal das Ding da. Habe ich hier nochmal ein wenig Stonebrick. So. Okay. Und hier nochmal. So. Und dann kommen hier. So. Die ganzen Runen hin. Hier die Ecke könnt ihr freilassen. Pickaxe. So.
Hier nochmal ein, da nochmal ein. Es war gut, dass wir ein bisschen weiter weggebaut haben. Der letzte Tier passt, glaube ich, dann gerade so noch hin. Nun gut, so. Ich glaube, er hat mich nicht rausgeschmissen, weil es klang gerade so. Wie gesagt, es klang gerade so. Ich glaube, er hat mich rausgeschmissen. Können wir... Ja. Dann dort. Wuhu. Zu viele Blöcke platziert. So. Dann gehen wir drauf. Saus ich hier hinten in die Tiefen ab. So, okay, dann nochmal hier. Okay. Ist weg. Dann kommst du weg. Und du weg. Und du weg. So. Ich meine, es gibt schönere Blöcke, aber. Naja. So, biegen drauf. Nochmal irgendwie anmachen. Ach, das zählt gar nicht als Beacon-Base. Das ist ja sehr toll. Na, ja, geht doch nicht an. Exchange wahrscheinlich dann irgendwann mal. Zu irgendeinem Block, der in der Lage ist, als Beacon zu funktionieren. Wisst ihr was, dann machen wir das gleich. Was weiß ich, nehmen wir Copper. Ne, wir nehmen, komm, wir nehmen Gold. Wir nehmen Gold, wir haben es ja. Wunderschön. So. Das Ding, Exchanger mal rausholen. Exchanger. So, und dann du. Einmal bitte hier überall hin. So. Und einmal bitte hier überall hin. So. Gut. Alles klar. So, dann haben wir jetzt hier ein paar Leuchtstoffröhren angebracht. so, wie sieht's aus? Wir brauchen ein Tier 5 Altar und das müsste jetzt hoffentlich ein Tier 5 Altar sein. Wenn ich mich nicht täusche. Das Ding. Und wir haben einen Tier 5. Wuhu. Ich freue mich. Dann kommst du mal kurz raus. Weiß gar nicht, sind wir voll? Ja, wir sind fast voll. Das einzige Problem, was ich nämlich hier oben habe, vielleicht sieht man es, ich hoffe, man sieht es. Hier sind ganz viele Hexen. Das Problem ist, Hexen könnt ihr mit diesem Ritual nicht gut töten. Denn die werfen eine Regen-Potion und heilen sich die ganze Zeit schneller hoch, als ihr Schaden macht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall dieses Death-Ding, weil ansonsten habe ich da oben irgendwann nur noch Hexen ohne Ende sitzen. Und das möchte ich nicht. So. Also, ich möchte gerne einen Tier 5. Achso, nee, Quark. Orb. Ich möchte gerne den Archmage. Oh. Brauchen wir eine Demon Bloodshot und 75.000 Capacity. Wie macht man die nochmal? Imbued Slate waren das. Dann lasse ich ihn nochmal ein bisschen was davon craften. Gleich mal aus den hier. So, hier ist auch noch ein Nether Star drin. So. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal noch ein bisschen was vorbereiten. Und zwar für den Awakened Activation Crystal brauchen wir Ether. Und dafür habe ich sogar schon was vorbereitet für Ether. Und zwar brauchen wir zwei Federn, so ein Simple Catalyst, Gastier und Glowstone. Dann brauchen wir aber noch mehr, das habe ich noch nicht vorbereitet. Wir brauchen drei Water Bottle und ein Ink Sack. Sowie dieses Simple Catalyst, Ink und Water Bottle. Warten wir mal ganz kurz den Moment, dass er fertig wird. Sehr gut. Waren das nur drei Water Bottle? Achso, genau. Simple Catalyst fehlt noch. Wollte gerade sagen, er hat es aufgegessen. So, haben wir schon. Ja, wir haben den Mute Slate. Dann vergrößern wir nämlich einfach die Größe. Wir könnten auch Superior Capacity machen. Bräuchten wir allerdings Demonic Slate. 15.000 sind jetzt auch nicht so viel. Mal gucken. Ich meine, man kann die ja im Nachhinein noch upgraden. So, Aqua Salus haben wir auch. Dann brauchen wir noch Blaze Powder, Lava Bucket. Okay. Habe ich Lava Bucket? Ich habe einen Lava Drum. Und einen Bucket vielleicht. So, dann brauchen wir noch Blaze Powder, zwei Stück.
Wo ist es? Da ist es. Und Netherrack. Netherrack. Okay. Du, das, das und ein Eimer mit Lava. Kommt sofort. Gut. Jetzt haben wir schon 5. Also es geht relativ schnell mit dem Butte Slate und ich glaube, wir verlieren... Nein. Ach, scheiße. Wir verlieren nicht mal so viel Essenz. Ne, wir bleiben eigentlich immer voll. Sehr gut. Dann ist das schon mal relativ effizient, alles, was wir hier haben. Was brauchen wir noch? Weak Activation und einen Demon Bloodshot. Das heißt, wir brauchen jetzt diese Elemental, den wir spawnen können, den Earth Elemental. Und dann möchte ich gerne mal meine Bound Blade haben. Dankeschön. Und dann summonen wir das Ding mal. Und zwar, hier hinten sind noch die Skelette. Stimmt, da hinten habe ich dann die Skelette gespawnt und getötet. Ging einfacher als da oben in dem Raum. Dann hier runter bitte mal. Einmal da, danke. So, das Ding rein und off. Das Ding ist auch aus. Dann mache ich jetzt nochmal einmal ganz schnell hier hinten, bevor ich es vergesse, den Skelettspawner aus. Und klick. Skelettspawner aus. Es regnet natürlich hier wie immer. So, vielleicht haben wir schon einen gespawnt. Hey. Oder noch nicht. Wir kommen gerade rechtzeitig. So, und klick. Oh, ist hier nur mehr gespawnt, oder? Nee. Gar keiner gespawnt. Doch, klar ist hier einer gespawnt. Ist der draußen? Ist der drunter gespawnt? Wo ist der? Hier ist einer. Definitiv einer. Ja, lass mich ran, der ist im Zwischenraum. Guck mal, wer da unten ist. Kann ich von hier angreifen? Hey. Ja, ich komm ran. Sehr gut. Haha. Hahaha. Yeah. Ist da unten eigentlich ein kompletter Zwischenraum oder nur so ein kleines... Das würde mich jetzt mal interessieren, muss ich gleich mal nachgucken. Da haben wir einen... Hier ist nur so ein kleiner Zwischenraum. Hm. Gut, dann weiter bitte. Wie gesagt, man kriegt ja nicht immer was raus. Ich meine, wir können noch mal probieren. Ich glaube, sein Schaden ist nicht besser geworden. Naja. Ja, wir haben Wrath und Smite. Das ist okay. Nichts Beste, aber besser als nichts. Gut, dann spawnen wir mal so ein Viechtier. Bitte nicht wieder da drunter. Da, sehr gut. Oha. Jetzt schießt er wieder hier. Ey, stirb. Ich mach's. Oh, Alter. Was? Respawn. Was? Wie hat mich das Vieh jetzt erwischt, bitte? Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Was? Warum hatten wir so wenig Leben? Rain. Das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle. Warum hatten wir nur so wenig Leben? denk nach. Ich habe eine Idee. Wir holen uns jetzt hier die Hopperhock. Dann sammeln wir einfach das Zeug hier draußen ein. Wenn er mich durchlässt. Lass mich durch. Ah. So, nehmen wir noch einen Dirt mit. Noch einen Chest vielleicht. Ja, komm. Komm, bau ab. Wir haben nicht alle Zeit der Welt, wollte ich sagen. So. Okay. Klick, klick. So. Schon mal etwas. Dann hier nochmal ein bisschen was ausrüsten. So, der Rest ist da hinten. Da kommen wir jetzt noch nicht ran. Aber... Können wir einfach hier rumgehen. Und diesen da machen. Und die Hawk wieder hin.
So, okay. Weil ich will da nicht rein, wenn das Vieh vielleicht noch da ist. Darauf habe ich keinen Bock. So, dann können wir mal hier nochmal unseren Titel dran packen. Okay, warum ich jetzt gespawnt bin, ist mir wirklich ein Rätsel. Ich weiß nicht warum. So, gut, dann stirbst du mal hier und komm mal mit. Pack's mal gleich ins ME-System. So, als Kombination. Weil das werden wir sicher nochmal irgendwann brauchen. So, und jetzt bist du noch da, du Arschloch. Ja, na klar. Alter. Wie? Wie? Hat unser Bound Blade eine scheiß Verzauberung oder was? Ich hab grad keine Ahnung warum. Ach Quark, die haben wir schon. Dort. Und einen Brain brauchen wir nochmal ins Wenigsten. Dass wir laufen können. Okay, also, falls mir irgendeiner erklären kann, woran das jetzt liegt. Weiß nicht. Ist das wirklich so, dass wir nicht das Zeug enchanten dürfen? Weil das wäre ein bisschen blöd. Bin davon ausgegangen, wir können das wenigstens enchanten. Komm her. Da. Gehen wir nochmal hier auf die andere Seite. So. Ich habe gerade keine Ahnung, warum wir immer sofort sterben, wenn wir das Vieh angreifen. May cause a bad day. Ja, aber eigentlich sollte es uns keinen Schaden machen. Das ist mein Problem. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir jetzt wieder hier gleich sterben. Brain. Ich weiß gerade echt nicht, was ich davon halten soll. Regeneration Potion. Alter. Nein, lass mich raus. Fuck. Wir sind ja fast tot. Wir schlagen das Ding einmal und sind fast tot. Warum denn das? Ach, ich kann euch sagen, warum. Nee, das macht keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Ich bin gerade echt verwirrt. Alter. Okay, das verstehe ich gerade echt nicht. Vielleicht weiß es einer von euch. Ich lasse mich jetzt nochmal ganz kurz voll heilen und dann hauen wir den noch einmal in der Hoffnung, dass er stirbt. Und wir nicht. Wo ist er hin? Ah! Okay, also er macht uns nicht den Schaden. Möchte ich mal festhalten. Er macht uns eigentlich kaum Schaden. Dann liegt das wirklich an dem Bound Blade gerade. Was uns diesmal aber keinen Schaden gemacht hat. Er wieder kein Ding gedroppt. Ich teste es jetzt nochmal aus, wenn ich das Ding schlage. Ob ich direkt Schaden kriege oder nicht. Weil das kann doch nicht sein, oder? Ich meine, hallo? Warum kriege ich gerade den Schaden? Lifepoints im Netzwerk haben wir doch noch. Ja, guck mal, wir haben viel zu viel eigentlich. Naja, ich bin mal gespannt. Ist das Ding irgendein Schild oder so? Okay, warte, ich geh mal. Aua, 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 aua. Nee. 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 Nee, hier passiert gerade nichts. Aua, jetzt ist was passiert, jetzt ist was passiert. Ich meine, es ist tot, aber es ist was passiert. Jetzt habe ich Schaden gekriegt. Das Ding kann anscheinend ein Schild machen, kann das sein? Es sah gerade irgendwie so aus, als hätte das Ding ein Schild gespawnt. Habe ich denn irgendwie Strength oder so? Ja. Aber auch hier noch Strength 2. Davon kann ich auch mehrmals trinken. Immer doch das mal. Kann ich 6-mal von trinken. Dann bitte nochmal eine Regen. Aber auch eine. Die hat nur 25 Sekunden. Ich möchte gerne das da haben. Trinken wir einmal. Hat nicht gereicht. So. Können wir nochmal eine Strength. Und natürlich sind da zwei.
Ich glaub's auch. Der hat. Okay. Wow! Wow, 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 du kleine Sau. Marsch alle. Jetzt droppt dir keins von den Viechern mehr, so ein Ding. Ich brauch doch nur einen. Da. Ich will doch nur so ein Demon Bludger, bitte. Ach Mann, jetzt sitze ich hier die halbe Folge schon wieder nur, um so einen scheiß Demon Bludger zu kriegen. Ich dachte, das geht eigentlich immer am schnellsten. Aber wie es immer so ist, wenn man es einmal braucht, kriegt man es nicht. Au. Das tat nicht weh, aber ist ja egal. So. Haben wir jetzt... Hier, ey, wir haben einen. Okay. Eigentlich brauche ich... Das Problem ist nur... Brauchen wir zwei hin. Ach, Mann. Denn, ja, den zweiten brauchen wir nicht für den Awakened, sondern für den Tier 5 Bloodshard. Was wir dann halt danach direkt machen werden. So ein Scheiß. Ich weiß nicht, was mir da so übel mitgespielt hat. So, nochmal einen auf Strength. Damit wir das Ding jetzt gleich hier verkloppen können. Mit ein paar Schlägen. So, wir haben einen zweiten. Sehr gut. Weg hier. Ich nehme den mal lieber raus. Dass ich das aus Versehen anschalte. So. Okay. Hoffen wir mal, dass wir es nie wieder brauchen. Okay. Das kann mal weg. Wo ist er denn? Da ist mein Schedule. Weak. Okay. Das Ding. Das Ding, das Ding. Nicht das Ding. Das Ding. Das Ding. Und. Das. Okay. Alles klar. Und dann kriegen wir jetzt schon mal ein Awakened Activation Crystal. Und dann machen wir einfach das Ritual hier unten kaputt. Machen Neues hin. Und zwar das mit dem Drill. Suche ich nach Drill. Bin auch sehr schlau. Ich muss ja hier hin. Wo war man? Drill of Death. Gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Dann, da ist da noch eine drinne. Ich mach jetzt mal so. Denn ich möchte jetzt nicht erstmal so viel noch verbrauchen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir hauen das Ritual mal kaputt. Müsste jetzt ja... Geht das wieder an? Achso, der Block ist gar nicht abgebaut. Jetzt habe ich es hier. Okay. Dann gucken wir mal. Weiß jetzt nicht mehr die... Das war falsch. Ich glaube, ich habe meinen Altar gerade... Kann das sein? Nein, Gott sei Dank. Er hat nicht geupdatet. So, jetzt wird das... Jetzt beginnt das wilde Suchen von den Ritual Stone. Die hier irgendwo halt in der Gegend rumklatschen. Das noch. Weiß nicht, ob das hier zu sein muss. So. Was noch mit? Dann ihr hier weg. Du kommst auch weg. Du kommst weg. So, jetzt dürfen wir alles weg haben, ne? Glaube ich. Drill of the Death, ich bin gespannt. Na scheiße, hier komme ich doch nie wieder raus. Wir haben jetzt noch eine Rune gehabt. Ist das Ding... Ist es fertig? Ah! Ich muss mal diesen da machen. Moment. Komme ich hier irgendwie an den Master... Ja, okay. Gut. Ich glaube, es ist fertig. Das ist sehr gut. Aktiviere ich das mal. You feel a pull, but you're too weak to push it. Haben wir nicht genug Blut? Kann einem aber auch keiner sagen, wie viel Blut man braucht, ne? Ah, wenn das wenigstens dabei stehen würde, Mensch. So.
Sankur Manisipuk. Da, ja, so, warte mal. Ritual. Versuche jetzt mal diesen Drill of Death zu finden. Was ein wenig schwierig sein könnte. Durchaus. Long hold. Ich habe keine Ahnung. Hier ist ja nicht mal Crusher Mechanism. Ist hier überhaupt das Vacant Activation Crystal? Gaia Transformation, Market Throne Tower, das brauchen wir alles nicht. Ward, Veil of Evil. Sag mal, bin ich blind oder steht es wirklich nicht dabei? Ich hab keine Ahnung. So, wir haben jetzt auf jeden Fall fast alles Blut im Netzwerk, was da drin ist. Ah, es ist an. Es ist an, es ist an, es ist an. Haha! Aua. Haha! Experienze! Experienze! Ich durchschlage einmal die Wand. Komm zu mir! Ja! Entschuldigung. So. Ein schöner Nebeneffekt. Man kriegt die Experience davon. So, sehr schön. Gut, das kann man weg. Eigentlich soll ja die Hoppock das Alter. ich glaube, ich mache aber mal. So. Na, man muss es ja nicht übertreiben. So, dann machen wir hier mal dicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut das ist, weil... Also wir töten halt einen Mob instant, wenn da oben was spawnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist oder schlechter. Ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Ich hoffe, es ist besser, aber man weiß ja nie. Gunpowder brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Eine Karotte. Gottes Willen. So. Und dann sehe ich, die Folge ist vorbei. Schade. Gut, dann mache ich das offscreen, denn ich will gerne noch bis zum nächsten Mal den Altar noch ein bisschen upgraden, dass wir vielleicht 75.000 hier reinkriegen, damit wir keine Angst haben müssen, dass wir durch irgendeinen ganz dummen Zufall, jetzt kann man gucken, habe ich hier irgendwie, wir hatten 3, haben wir sogar mehr, ich habe keine Ahnung. Dass wir es... Alter. Wartet. Wir machen jetzt mal ganz kurz was. Das ist hier, ne? Geh weg. So. Das sollte... Genau. Sammel sie ein! Sehr gut. Wie konnte ich das jetzt nochmal releasen? Ich habe keine Ahnung. Ich vergesse solche Dinge mal als erstes. Give its jar a good shake will make surrender of its ill. Ja, okay. Also muss ich draufklappen? Ah, da. Ah. So geht's nämlich wesentlich einfacher mit den Experienzen. Oder Experience, nicht Experienzen. Ich weiß noch nicht, müssen die auf den Kopf fallen oder reicht das auch, wenn die... Weiß es nicht. Gut, aber ich bedanke mich jetzt trotzdem fürs Zuschauen. Ich habe schon wieder viel zu viel überzogen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann hoffentlich sterben wir nicht nochmal so viel. Weil das darf eigentlich nicht sein. In unserem aktuellen Zustand. Gut, dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Adieu.